So. 3, 4, 5. Die ich nehme auch noch. Da muss man mal überlegen. Das ist dann unsere Höhle. Sollten wir uns dann ein bisschen nach unten bauen. Die Bäume lasse ich mal stehen, weil man sich gut an den Wurzeln hier orientieren kann. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns jetzt irgendwo mal eine Werkbank hin. Aus dem Grund, dass wir uns hier die anderen Sachen craften können. Okay, das ist hier so. Platziere Werkbank. So. Dann machen wir uns mal ein paar Fackeln. Dann machen wir uns mal. Okay, da brauchen wir Eisenstab. Stablampe, Taschenlampe, Lampe weiß. So, brauchen wir uns mal 8 von den Lampen. Und stellen diese Lampen. Kommt denn irgendwo hier? Ich hau mal hier einen hin. Oh, nicht da reinfallen. Gefährlich. So. Erstmal für ein bisschen Licht gesorgt. Was brauchen wir noch? Werkbänke. Wir brauchen dann noch Sägen. Amboss können wir wieder direkt herstellen. Ein Webstuhl. Gut, den Amboss stellen wir dann auch direkt mal wieder auf. So. Hilfsmittel. Genau, konnten wir, glaube ich, hier alles. Stellen wir von allen 10 mal her. So. Werkzeuge. Eine Axt, Sichel, Jagdmesser, Nudelholz. Sense brauchen wir Sensenblatt. Und für Sensenblatt brauchen wir Blöcke, Einrichtungsgegenstände, Amboss, Hochofen. Webstuhl brauchen wir eigentlich nicht. Oder müssen wir jetzt noch ein bisschen Holz? Mal hier von Sensenblatt. Sichel brauchen wir nicht. Haken, Kopf, Vorschlaghammer, Kopf, Morgensternstarre. So. Dann brauchen wir wieder Werkzeuge. Nehmen wir eine Sense. Die Sense ziehen wir uns hier hoch. Dann werden wir hier ein bisschen mal das schicker machen. Und dann werden wir hier ein bisschen Terraforming betreiben später. Wenn wir ein paar Steine geklopft haben. Und werden dann hier ein bisschen die Gegend ebener machen. Dass wir da ein kleines Häuschen hinsetzen können. Gut, dann haben wir hier mal ein bisschen hier noch und hier noch. Um unsere Werkbänke rum natürlich auch. Kann man eigentlich noch ein paar Lampen auch hinstellen. Mal was sehen. Und weiter geht's.
wo ich mal auch später gespannt bin, ob sich dann Werkzeuge abnutzt und so weiter. Dass man dann irgendwie reparieren muss oder neu herstellen muss oder wie auch immer. So. Also gucken wir mal. Ich würde sagen, dass wir dann hier irgendwo uns so ein bisschen parallel treppenartig runterbauen. Dann vielleicht hier oben. Na, ich nehme auch mal mit. Dich nehme auch mit. Dann hier vielleicht so ein bisschen auf Anhöhe uns hier dann in so ein Häusle hinsetzen. Sozusagen das erste kleine Häusle. Wie gesagt, ein bisschen Erde aufschütten, wir haben auch. Dass das hier alles ein bisschen ebener wird, ein bisschen gerader wird. Sieht jetzt so noch nicht praller aus. Dann machen wir den Holzblock noch weg. So, na komm. Ist ein bisschen lang gedauert, aber okay. Und dann werden wir auch hier noch ein bisschen sicheln. Zack. Zack. Und zack. So. Ja, wisst ihr, wie ich das dann meine, wenn wir dann hier so hier oben ein bisschen terraformt haben, die Bäume weggeklopft haben, in eine kleine Hütte hingestellt haben, dann können wir uns auch einen Weg quasi hier so rausbauen, wo wir uns umorientieren können, wo wir sind. Und irgendwann, früher oder später, finden wir dann auch unser allererstes Lager wieder. Könnte ich wetten. Spätestens dann, wenn wir hier die ganze Gegend auskundschaftet haben. So. Gut, dann nehmen wir den Baum noch. Na, das wollte man nicht mit der Fackel, sondern mit der Axt, bitteschön. Mit der Axt. Wuppa, ab geht er. Machen wir erstmal den noch weg. Können wir so nicht lassen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt nicht den Stein weghauen, sondern die Fackel auch nicht wegschmeißen. Sondern ich wollte eigentlich hier das da haben. So. Dann machen wir den noch klein. Zwei, drei, vier, hopp. Dann werden wir wieder hier ein bisschen sensen. Der Tod lässt grüßen. Haha. Zack. So, das Ding kriegt man so nicht weg. Okay, muss man wahrscheinlich dann die Axt oder irgendwas nehmen. Gucken wir mal. Gut, das sollten wir dann ein bisschen gerader machen. Da sollten wir uns vielleicht noch eine Werkzeuge, eine Harke machen. Die Harke legen wir uns dann hier auf die. Dann machen wir mal auf die 4 so lang. So, und werden dann hier so ein bisschen gucken, dass wir das hier gerade bekommen. Weil ich das dann hier doch so ein bisschen glatt gerne hätte. Vielleicht ein bisschen was aufschütten. Das ist unser Unterschlupf.
Unsere Erde haben wir gerade mal 2, okay. Warum auch immer. Und dann hier so ein bisschen. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja gut, da muss man noch so ein bisschen schauen. Ich glaube, ein bisschen Gewöhnungssache, bis man da wirklich so das Gespür raus hat. So. Und hier würde ich dann so einen Abstieg quasi hier runterbauen. Ja, so parallel, so ein bisschen treppenartig. Ich wollte das Ding nicht wegschmeißen. Und hier dann so nach oben. Hier so das ein bisschen platt machen. Beziehungsweise ein bisschen gerad machen und dann hier langsam ein Haus hinsetzen. Und wenn wir dann das Haus haben, können wir uns dann ein paar Werkbänke und alles reinstellen. Allerdings sollten wir erstmal anfangen, hier uns nach unten zu bauen. Dann muss man mal schauen, wie wir das jetzt so am besten hinbekommen. So. Ja, da kommt man relativ problemlos hoch. Da sollte man das hier noch ein bisschen wegnehmen. So. Gut, da kann man hier runterlaufen. Dann machen wir uns ein paar Lichter. Und zwar welche, die man dann auch an die Wand machen kann. Ich sag, machen wir mal so 30 Stück. Die ziehen wir uns dann hier so rein. So. Dann müsste es theoretisch hier so weitergehen. Und dann müssen wir uns langsam weiter nach unten. Jetzt kommen wir hier nämlich auf die Höhle. Dann setzen wir uns hier ein Licht so, würde ich sagen, so hier. So. Und dann machen wir den Abstieg hier so weiter. Nehmen wir das auch noch weg. Jetzt die Frage, kommen wir dann hier so hoch? Jo, das passt alles. Brauchen wir auch nichts springen und gar nichts. Müssen wir natürlich dann hier aufpassen, dass wir hier nicht so direkt runterfallen. Dann machen wir uns auch hier so eine Lampe ran. Zack. Das Eck nehmen wir weg. Das da vielleicht auch noch so ein bisschen. So. Dann gucken wir mal. Okay. Das sieht sehr tief aus. Da müssen wir wahrscheinlich dann uns auch irgendwie wieder runtergraben. Was haben wir hier drüben? Ich würde sagen, den Aufstieg hier. Werden wir uns noch mal ein bisschen separat markieren. Das habe ich auch immer so in Minecraft gemacht, da wo ich immer hoch und runter bin, habe ich mir immer so ein Dreierlicht hingesetzt. Da wusste ich genau, das ist ein wichtiger Punkt. Da muss ich entweder hoch oder runter oder was auch immer. Es geht aber auch hier tief rein. Mama mia. Okay, dann müssen wir überlegen, wie wir uns hier runterbuddeln. Vielleicht so ein bisschen außenrum im Kreis.
mal das hier oben auch noch weg. Wupp. Und das hier auch, dass wir da nicht irgendwie Gefahr laufen, uns mal selbst irgendwie runterzuschieben. Setzen wir mal hier wieder irgendwo ein paar Lichter hin.